Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier geht es ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Ich habe jetzt auch mal wieder mein kleines Bildchen links unten eingeblendet. Ich hoffe, es wird im weiteren Verlauf des Videos nicht stören. Einige Mitglieder haben geschrieben, was ist mit Walgreens passiert? Denn Walgreens hat einen Kurssturz hingelegt und zwar um ungefähr 12% hat die Aktie an Wert verloren. Innerhalb eines Tages, nachdem die neuesten Quartalszahlen rausgekommen sind, kann man jetzt hier schwer mit dem Lineal nachmessen, aber irgendwo um die 12% werden es wohl sein. Auf jeden Fall Grund genug, dass sich einige Leute zu Recht auch sorgen und fragen, was da passiert ist und dann mich um meine Meinung gebeten haben. Und wir werden uns jetzt mal eben mit Walgreens beschäftigen. Ich habe den Quartalsbericht gelesen. Zunächst aber mal haben wir hier in TradingView.com die Chartansicht von Walgreens und wir haben die hier auf 5 Jahre eingestellt und da ist schon das erste Learning. Also Walgreens ist eine gute Aktie, ist ein gutes Unternehmen. Man sieht aber, dass auch bei einem guten Unternehmen längere Durststrecken möglich sind. Wenn man hier vom Peak aus sehen, also von der Spitze an der Spitze, hat Walgreens die Aktie mal fast 90 US-Dollar gekostet. Momentan ist sie für 55, 36 zu haben. Das heißt, hier ist ein ganz ordentlicher Kursverlust, den man erleiden musste, wenn man ungefähr zu dieser Zeit eingestiegen ist, von knapp 40% auf einen Zeitraum von rund 4 Jahre. Also das wäre schon mal das Erste, aber das ist halt leider so, wenn man in Aktien investiert. Deshalb gibt es ja halt die Diversifikation. Was ist jetzt eigentlich passiert genau? Also Quartalsberichte sind rausgekommen und wir wissen eigentlich jetzt schon länger, dass die Gesundheitsdienstleister oder die Gesundheitsbranche in den USA schwer unter Kostendruck leidet. Das haben wir zum Beispiel auch an CVS gesehen und das Ganze hat sich jetzt nochmal etwas kulminiert. Und im Vergleich zum Vorjahr bzw. Vorjahresquartal haben wir sogar einen Gewinnrückgang um 8,3% zu verzeichnen auf 1,24 Dollar habe ich mir aufgeschrieben. Na ja, gut, dann gibt es noch einen Ausblick und der Ausblick sagt, dass eben das Gewinnwachstum flach verlaufen wird fürs laufende Geschäftsjahr, anstatt eben diese 7-12% Wachstum zu haben. Das ist natürlich nicht gut angekommen an der Börse. Und wie dann Unternehmen darauf reagiert, das ist im Prinzip erstmal im Großen und Ganzen weiter so. Man hält an der Strategie fest. Hat aber noch dann mal das Sparprogramm, was sowieso schon existierte, nochmal um 50% erhöht. Anstatt 1 Milliarde Dollar will man jetzt 1,5 Milliarden Dollar sparen und man versucht eben die Dinge, die man sowieso schon machen wollte, zu forcieren, beispielsweise Partnerschaften. Da ist dann also, das sage ich jetzt mal, nicht so viel Fantasie, um da auf Seiten des Marktes dann diesen Gewinnrückgang auszugleichen. Ab dem nächsten Geschäftsjahr, das wäre dann das Geschäftsjahr 2020, peilt man dann wieder Gewinnwachstum an, zwischen 5 und 10% irgendwo in der Richtung. Und ich würde einfach mal gucken, weil jetzt ist ja natürlich die Frage, nach dem Kursrückgang, ob das jetzt alles hier schon eingepreist ist, die schlechten Nachrichten, oder ob wir jetzt damit zu rechnen haben, dass es noch weiter runtergeht. Das kann ich jetzt oder das versuche ich jetzt eher fundamental zu beantworten und hier nicht charttechnisch, auch wenn ich das sicherlich wenigstens auf einem gewissen Anfängerniveau machen könnte, aber ich glaube, da verzichte ich mal. Oh, das sieht man ja gleich. Hat es TradingView eingeblendet? Nein, das ist Zufall. Das sieht man gleich hier, dass wir hier einer Widerstandszone angelangt sind, beziehungsweise von oben kommt eine Unterstützung. Da, und mal gucken, ob wir da abprallen. Jetzt noch Fibonacci reingezeichnet und dann können wir sagen, bis wohin wir mit einer Erholung zu rechnen haben. Also, wir haben hier schon mal eine Unterstützung. Jetzt aber jetzt rein fundamental und gehen wir in Aktienfinder. Und ich habe hier auch einen kleinen Merkzettel gemacht und das ist auch schon der richtige. Und da sehen wir, wir haben CVS Health drin und Walgreens. CVS, die Aktien halte ich selbst. Und ja, ist auch die rote Laterne mehr oder weniger in meinem eigenen Depot. Und dann gibt es eben noch Walgreens und wir kümmern uns jetzt mal um Walgreens. Und wenn wir uns jetzt einfach mal hier das Fundamentale anschauen, und das machen wir am besten in der Vollanalyse. Und dann versuchen wir jetzt mal das Big Picture zu kriegen. Da schauen wir erstmal hier auf den ersten Chart und da sieht man eben den Gewinnverlauf. Man sieht, dass die Gewinne langfristig steigen, was ja gut ist. Und warum ich vorhin auch gesagt habe, Qualitätsunternehmen, auch wenn man da seit 2015, glaube ich, wenn man da eingestiegen ist, trotz eigentlich eines nicht unbefriedigenden Gewinnverlaufs Kursverluste erlitten hat.
Wir sehen aber langfristiges Gewinnwachstum. Wir sehen aber gleichzeitig, dass es immer mal wieder, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, zu Stagnationsphasen bis hin zu Gewinnrückgängen gekommen ist. Wir haben hier in 2012, 2014 Gewinnrückgänge. Wir haben auch hier eine Stagnationsphase 2016, 2017. Und jetzt haben wir hier eben die nächste Stagnationsphase erreicht, bevor es dann laut Management und Prognosen ebenfalls, die jetzt gerade eben aktualisiert wurden, dann wieder mit steigenden Gewinnen zu tun und Cashflows ebenfalls. Das heißt, es ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass wir hier gewisse Stagnationsphasen haben. Das ist mal das Erste. Also das ist nicht so, dass wir jetzt einen ewigen Gewinntrend gebrochen haben, sondern wir reihen uns hier quasi in eine bestehende Phase ein und es ist nicht die Schuld von Walgreens, das sollte man vielleicht nochmal betonen, sondern es ist der Gesundheitsdruck in erster Linie aus dem Gesundheitswesen, aus dem öffentlichen Sektor. Und dann haben wir auch noch negative Wechselkurseinflüsse zu verzeichnen. Der Dollar ist ja stark geworden, beziehungsweise ja, hat einen Wert gewonnen, beispielsweise auch gegenüber dem Euro, was wir Aktionäre ja eigentlich gut finden erstmal, weil das für uns als Kursturbo wirkt, wenn wir in US-Aktien investieren. Aber für Unternehmen, die eben einen Teil ihres Umsatzes im Ausland machen, ist es natürlich schlecht. Und das ist ja der zweite Grund. Und für beide Gründe kann Walgreens an sich jetzt nichts, meiner Meinung nach. Wenn wir uns die Dividenden angucken, dann kann man hier sehen, dass der Free Cashflow, also sowohl der Gewinn als auch der Free Cashflow, deckt die Dividende locker. Also das ist jetzt eine weitere Erkenntnis. Das heißt, die Dividende ist nicht gefährdet und auch eine gewisse Dividendensteigerung ist da beileibe deutlich drin. Und die Dividende wird auch weiter gesteigert werden. Wenn wir uns dann, oder wenn wir schon bei der Dividende sind, dann würde ich sagen, gucken wir uns die einfach mal hier im historischen Verlauf an. Machen wir vielleicht das erstmal weg. Und da sehen wir eben, dass wir aktuelle Dividendenrendite haben von 3,1%. Und das ist ja schon ganz ordentlich. Hätten wir es zu den Höchstkurs, hätten wir die Aktie zu den Höchstkursen gekauft, dann hätten wir unter 1,5% Dividendenrendite bekommen. So kriegen wir jetzt schon mehr als das Doppelte. Das ist also quasi schon die Message, dass für Dividendeninvestoren die Aktie durchaus interessant sein kann, denn zum einen sind ja die Dividenden sicher, so sicher, wie man es halt sagen kann. Also bitte mich nicht verklagen, falls es anders kommt, aber ich halte sie erstmal für sicher. Das zum einen und zum anderen ist sie auch hoch. Wir haben dann ja mit weiterem Dividendenwachstum oder dürfen mit weiterem Dividendenwachstum durchaus rechnen. Wenn wir dann hier die Prognosen angucken, dann würden die Dividenden bzw. die Dividendenrendite auf Basis des heutigen Preises eben steigen von 3,1 auf 3,2 gut Prozent, dann 3,4, 3% und dann 3,6% 2021 in der Mitte des Jahres. Und das ist natürlich schon etwas, was man sagen kann, das ist attraktiv. Man sieht, dass es so ähnliche Gelegenheiten schon mal gegeben hat. Hier in 2013 hatten wir schon mal eine ähnlich hohe Dividendenrendite, sogar noch einen Tick höher als heute gehabt, wo die Dividende in Spitze 3,5% erreicht hat, mit der man einsteigen konnte. Und damals war es eine gute Gelegenheit gewesen, einzusteigen. Kurz danach ist man dann mit horrenden Kursgewinnen belohnt worden. Das sieht man dann hier unten, dass dann der, machen wir das auch mal weg, dass dann der Kurs gestiegen ist von den lokalen Tiefs hier bei unter 30 US-Dollar, dann in 2015 eben bis auf 97 US-Dollar knapp. Und momentan sehen wir eben, dass wir hier jetzt wieder den Kurs haben bei 55, 36, der dann eben zu der hohen Dividendenrendite führt. Was man dann auch sieht hier oben, das sind dann die entsprechend analog zu dem, was ich hier mit den Kursgewinnen gesagt habe, die Renditen, die man dann in dem jeweiligen Jahr erzielt hat. Und die waren hier dann natürlich schon sehr hoch. Also wenn man 3 Jahre hintereinander investiert ist und im ersten Jahr 34%, im zweiten Jahr 26% und im dritten Jahr nochmal 43% Gewinn macht, da muss man sich bei so einem starken Anstieg ja auch nur begrenzt wundern, wenn es dann auch mal wieder in die andere Richtung geht, falls ja dann die exorbitant hohen eingepreisten Erwartungen eben nicht erfüllt werden. Und da, das heißt ja dann mit anderen Worten, dass, was ich vorhin schon gesagt habe, es geht zwar langfristig gesehen nach oben, aber durch diese Übertreibungen dann hier, durch die Kursgewinne und die horrenden Renditen, die dann erzielt werden, für die, die drinnen sind in der Aktie, da ist es dann eben schwer, dass das Unternehmen die Erwartung erfüllen kann. Und da kommt man dann zum nächsten, das wäre dann eben die Bewertung der Aktie. Und das ist eben die Frage,
Lohnt sich ein Einstieg? Ist das fundamental betrachtet die Aktie jetzt günstig? Wir haben das hier ja aus Dividendensicht quasi betrachtet und da sagt man ja, das ist günstig. Wir haben ja auch ein Fair Value Dividende. Der ist hier aber, ja, er ist schon zu gebrauchen, aber man sieht das hier. Ja, zwischen Soll und Ist eine riesige Lücke klafft hier. Da wäre ja die Aktie viel höher bewertet gewesen. Erklärt sich einfach dadurch, dass wir ganz starke Dividendensteigerungen haben, dann hier von 2012, die letzten die 10 Jahre dann zurück, also hier die 10 Jahre dann zurück, was einfach dazu geführt hat, dass die Rendite zum Beispiel damals in 2012 einfach exorbitant hoch war, die Dividendenrendite im Vergleich zu den vorherigen Jahren, weshalb dann der Fair Value so hochgeschnallt ist. Je weiter wir dann herübergehen, umso sinnvoller ist er aber wieder anzuwenden. Deshalb kann man den Fair Value Dividende durchaus drinnen lassen. Und wir sehen ja hier, dass es dann durchaus schon Berührungspunkte gab, wobei das auf einem hohen Niveau war. Ich würde nicht den Kauf von diesem Fair Value Dividende abhängig machen, aber wir können hier diese beiden noch, eigentlich können wir sogar alle Fair Values hinzunehmen und dann mal das Ganze mal anschauen. Ich würde da dann auch das Geschäftsjahr 2019 nehmen, wo wir davon ausgehen, dass wir bei Gewinn und Cashflow entweder gleich oder sogar noch etwas niedriger liegen als im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018. Übrigens Geschäftsjahr Ende August, nicht Kalender, ja. Das heißt, wir sind hier durchaus realistisch konservativ unterwegs. Und wenn wir da dann die fairen Werte uns angucken, da haben wir eben Fair Values, die alle relativ eng zusammenliegen, auch ein gutes Zeichen, zwischen 76 US-Dollar und 87 US-Dollar bei einem Kurs von 55 US-Dollar, also ja schon eine sehr deutliche Unterbewertung. Das heißt also, fundamental betrachtet ist die Aktie günstig bewertet. Das sieht man dann auch nochmal hier, wenn man dann ein bisschen mehr Details sehen möchte. Dann nehmen wir erstmal den Gewinn, das ist vielleicht der klassische Ansatz. Wenn wir hier uns angucken, wie hoch die KGVs gewesen sind, teilweise. Das sehen wir hier einzelne KGVs von 31, das ist ja schon übel, übel hoch. Und dann hier 20, aber immer noch 21, 22 knapp, also um 20, 22 hier, als die Aktie relativ teuer war. Und momentan haben wir eben ein KGV von 10,5. Das heißt, das KGV hat sich halbiert. Und wenn wir das gleiche mit dem operativen Cashflow machen, dann sehen wir auch hier operative Cashflows von knapp 16, 15, also 15, 16. Da war das hier schon rückläufig, 12,5 und momentan haben wir 7. Also im Vergleich zu den Jahren 2014, 2015 hat sich auch hier das KCV in diesem Fall dann halbiert. Das heißt, da ist die Aktie dann relativ günstig. Deshalb, und das wäre jetzt auch schon mein Fazit, ich würde sagen, oder meine Einschätzung ist, wenn man Dividendeninvestor ist und auf relativ hohe Dividenden steht, immerhin über 3%, und auch auf Qualitätsunternehmen steht, das sieht man ja hier, und auf fundamental relativ günstig bewertete Unternehmen steht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber nicht den Anspruch hat, jetzt sofort massig Kursgewinne einzufahren, sondern dass man auch eine Durststrecke überwinden kann. Dann würde ich Walgreens oder dann halte ich Walgreens durchaus für ein interessantes Investment. Bezüglich CVS, die habe ich ja hier in der Merkliste ebenfalls. Da hatte ich vor kurzem ein Video gedreht, das kann man sich ja auch gerne anschauen. So, dann möchte ich mich bedanken fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!